Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 22. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, ich bin nach der erneuten Niederlage diesmal beim TSV 1860 München. Stehen wir so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Dementsprechend werde ich nochmal auf dem Transfermarkt ein bisschen aktiv sein, soweit es irgendwie möglich ist. Leihe vorschlagen. Okay. Gut. Ich gucke gerade mal, ob wir noch irgendwie Spieler verpflichten können. Und zwar müssen wir gucken, was wir noch an freien Spielern haben. Weil es muss ja ein bisschen was passieren. Für uns. Ja, muss ja gucken, dass sie jetzt unbedingt noch, dass sie jetzt noch nachverpflichtet ist, ein, zwei Spieler, damit halt irgendwo mal was passiert für den Kader, mit dem Kader. Ja, es muss ja jetzt mal irgendwo so langsam eine Reaktion passieren. Akzeptieren. 3 Jahre. Freigabesumme auf jeden Fall übergehen. Viel wird ja nicht sein. Viele Sprünge werden ja nicht möglich sein. Ich muss ja gucken. So, die Frage ist, will er haben? Ja. Damit haben wir jetzt mal 9 Linksverteidiger verpflichtet, weil ich brauche jetzt unbedingt. Es muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen was passieren. So, Marco. Ach, Marius Marin heißt er, ja. Das war definitiv noch mal ein bisschen was holen, weil es muss ja irgendwie jetzt mit dem Kader ein bisschen was bergauf gehen. Wir haben jetzt gerade schon die zweite Saisonniederlage, weil das zweite Mal 1:4 verloren. So. Akzeptieren. So, die Frage ist, was machst du jetzt? Akzeptieren natürlich, klar. Und dann haben wir den nächsten Neuzugang und dann auch einfach den zweiten jetzt insgesamt in kurzer Zeit. Weil einfach was bringt es jetzt groß irgendwie drüber nachzudenken, weil. Wir müssen jetzt gucken, was es jetzt relativ kurzfristig hilft. So. So, dann will ich den noch verpflichten hier. Wenn er dann kommen würde. Akzeptieren. 3 Jahre. Ja, akzeptieren wir. Ich muss jetzt Gegenangebot gehen. Der Einstiegsbonus ist mir zu viel. Ich kann natürlich jetzt mit dem Gehalt noch ein bisschen was drauf gehen. Aber das wird er jetzt wahrscheinlich nicht machen. Ja, tschüss. Schade. Ich hätte jetzt gerne noch zugeschlagen, aber. Das
Das wird jetzt wahrscheinlich auch genauso wenig laufen. Mal gucken. Wir haben halt nicht die großen Kohle, um jetzt Megasprünge zu machen. Wichtig. Akzeptieren. Einfach mal so mal übergehen. Ich kann halt keine Megasprünge machen mit euch, mein Freund. Ist gekommen. Der nächste Neuzugang unter Dach und Fach. Ja, der wird jetzt gerade. Der wird sich unter Dach kommen. So, gut, dann haben wir das jetzt auch durch. Aber mal kurz eben noch drei Neuzugänge verpflichtet, noch schnell. Um den Kader noch mal ein bisschen umzubauen. Weil irgendwas muss ja jetzt passieren. Ne? 50er. So. Du rein. Die Form noch rein. So, ja, bitte. So, und dann gehen wir ins sechste Spiel. Das heißt, der Gegner ist Freiburg. Aber, warte, ich gucke gerade. Weil wir eh den Kader ein bisschen nochmal ein bisschen umarbeiten müssen. Vertragsliste, Strich. Draufsetzen. Der Auftrittsliste. Der Auftrittsliste. Der Auftrittsliste. Transferliste. Gut. Okay, gehen wir rein ins Match. Und ja, oder beziehungsweise in Richtung Match ist die Freiburg, wie gesagt, das ist der nächste Gegner. Die Zweitvertretung übrigens, nur so nebenbei. Wir müssen ein bisschen was rauskommen. Aus unserem Trott. Also jetzt von Freiburg, dann kommt Havelzer. Es wird nicht einfacher werden. So, gehen wir rein ins Match. Halt, ich gucke gerade, ob ich da noch irgendwie Nachrichten reingekriegt habe. Viel Budget haben wir ja nicht mehr. Achso, okay, ich bin jetzt ja noch reingekommen. Ich kann dir keine Spitzengarantie geben. Ich lediglich um. Das ist. Jetzt kann ich. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich bin weg. Sondern ich bin eigentlich nur. Ich muss erst mal gucken, was finanziell drin ist, weil ich muss eh wahrscheinlich viel über freie Spieler reingehen. Gerade weil jetzt in den ersten. Im ersten Jahr. Ich denke mal nicht, dass wir viel mit dem Aufstieg zu tun haben. Wichtig ist erstmal die Klasse zu halten und. Und dann kann man immer noch gucken.
So, gut. Na dann, auf geht's ins Match. Der Level 19. ist heute der Gegner. Der ist hier Freiburg. Ich habe alle Neuzugänge in der Startformation. Ich muss natürlich viel arbeiten mit Neuzugängen, mit freien Spielern. Ich habe nicht die größte Kohle, um jetzt die Megasprünge zu machen. Aber ich denke, das ist so relativ realistisch. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn in den letzten drei Spielen konnte er vier Tore machen. Trifft er heute auch wieder? Wir zeigen es Ihnen live. Bleiben Sie dran. Wir haben schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Könnte ein klasse Spiel werden. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Mit dieser Aufstellung gehen die Villains ins Spiel. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Klar, wie gesagt, 93 Gänge in der Formation 22, die 29. Die letzte Nummer habe ich jetzt gerade nicht sehen können, wir schon, weil es gerade nicht so schnell. Auf jeden Fall. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Schauen wir noch kurz auf die Formation. Es wird ein offensives 3-4-3 werden. Das Motto ist klar, volle Power für die Offensive. Was anderes geht gar nicht, wenn du die Mannschaft so einstellst. Es macht Riesenspaß, hier im Stadion zu sitzen und tollen Sport zu erleben. Wir haben schon so viele Spiele kommentiert, aber die Begeisterung, sie will einfach nicht nachlassen. Sehe ich genauso, Wolf. Sobald du hier die Na dann, gehen wir Fans mal rein ins Match. Dann Spieltag weißt Nummer du ja, 4. das ist ein Traum. Zweiter Heimspiel der Saison. Das erste haben wir 4-0 gewonnen gegen Halle. Und heute soll der zweite Heimsieg in Folge fallen gegen den SC Freiburg 2. Mit den Neuzugängen. Was bringen sie? Und was bringt unsere neue Mannschaft? Außen ist Platz. Platz zum Flanken hier. Klasse Chance. Und jetzt. dann Seidler. Erste Riesenchance für den SC Freiburg. Das wäre schon gewesen, wenn wir dann hier 0 als Jetzt hinten kommt die Ecke. gelingen. Da kann er jetzt erstmal klären. Sie sind da, Ball wird geblockt. Schön gemacht. Schwarz. Vielversprechender Steilpass. Ah, ein bisschen zu lang, aber gut gemacht. Er steht hier heute vor seinem Debüt für diesen Verein, Buschi. Man erhofft sich wirklich eine Menge. Aber wie siehst du das? Was traust du ihm in diesem ersten Spiel zu? Sie wollten sich im Mittelfeld noch mal verstärken. Das ist gelungen. Ist wirklich ein klasse Neuzugang. Ein Mann, aber auch natürlich, von dem man sich eine Menge erwartet. Genau so ist es. Sie versuchen. Oh, ist das bitter. Ey, du hast du die Chance, das erste Ding zu machen und dann haut er den zweiten hinterher. Kurze Ecke, ja, wir sehen es hier, das sind Tore. Ja, eigentlich war das Ding schon geklärt und dann springt der Ball irgendwie nochmal weg und dann geht er rein. So, da hätten wir also das 1-0, mal sehen, wie es hier weitergeht. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Schumacher. Er geht schön dazwischen. Hat nicht funktioniert, der Ball. Ja, schwacher Ball hier. Gute Aktion. Ah, das war zu. Bisschen falsch gedrückt. Das wäre dann immer flacker, lieber sein müssen. Hier reingabe.
langsam wird es gefährlich. Gut verteidigt. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Schön gemacht hat. Marin. Schumacher. Die Willens in der Vorwärtsbewegung. Oh, Glück gehabt. Verteidigt er den Ballbesitz. Es war ein bisschen. Hat er Glück gehabt, dass er nochmal dazwischen kam. Jetzt die Freiburger mit dem nächsten Konter. Fahner. Da kommt die Hereingabe. Oh, er hat den Ball, aber viel Platz hat er da nicht. Etwas zu unpräzise in dieser Situation. Ja, stramm war er, absolut. Aber vielleicht wäre es doch der Schlenzer gewesen. Sie kommen, sie versuchen es. Noch Marin. Liegen sie hier natürlich knapp hinten. Marin! Ach Mann, immer noch ein letzter Moment. Erhalten die Ecke. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgang. Da konnten sie nichts draus machen. Der Abschluss war nicht präzise genug. Aber gute Idee. Ja, es wird langsam ein bisschen besser, aber es ist halt das Problem. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Bin aufgepasst da. Also ein Freiburger. Das könnte gefährlich werden. Ball kommt hart, Ball kommt mit jeder Menge Druck, aber drüber. Den Versuch war es wert, aber sie werden am Ende nicht belohnt. Gut gemacht da. Ein bisschen rausgespielt jetzt. Aaron Gunnarsson. Ah, ärgerlich. Wenn der durchgeht, ist es gefährlicher. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Ah, gut, dann ist er schon gegangen. Hat ihn nochmal. Vorne jetzt die Balleroberung. Ah, da hätte man selber gehen können. Ich dachte, der bleibt in der Position, der soll da durchmarschieren. Es gibt Einwurf. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Setzt sich klasse durch. Johannes Flohn. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Und jetzt der aber über Schumacher, der Tempo aufnimmt. Könnte der Ausgleich sein. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Und dann ist es das. Und ist das zum 0:1. Haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. So wie in Wiesbaden führt gegen Havels, aber es ist jetzt. Und ich könnte mal versuchen, also nicht durchzurotieren, sondern ich probiere jetzt mal nochmal eine Taktikänderung. Vielleicht habe ich eine Chance, mit der Taktikänderung nochmal was zu reißen. Und zwar auf zwei Stürmer zu gehen. Und dann probieren wir es nochmal. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Ah. Flum. Jetzt wird's gefährlich. Schön abgeworfen. Gehen dazwischen.
Gute Chance. Oh, das hätte auch anders ausgehen können, dass diese Situation. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, Schlenzer wäre besser gewesen. Der Transfer ist fix. Er wird also bald beim neuen Club auflaufen. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Johannes Flum. Kein weiteres Tor für ihn. Also boah, meine Fresse. So langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besten Ende. Ecke kommt in die Mitte. Oh, er kann klären. Kann er was draus machen? Da ist der Torwart da. Das überhäuft mich gerade, weil die mir jetzt gerade irgendwie die Hütte vollschießen. Kurze Variante bei dieser Ecke. Schöner Pass. Das ist die Chance. Wenn der drin ist, dann bauen sie die Führung hier weiter aus. Aber sie nutzen diese Chance eben nicht. Die Frage ist, ob sich das im weiteren Spielverlauf noch rächt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Schlecht gespielt. Die Gäste geben hier in der letzten Viertelstunde mehr oder weniger deutlich den Ton an, wenn wir uns die Zahlen beim Ballbesitz ansehen. Und man merkt natürlich, die wollen diesen knappen Vorsprung ausbauen, holen sich, erarbeiten sich ihre Chancen. Und ich glaube, bei diesem Druck, da müsste es bald auch klappen mit dem Treffer. Ja, mit viel Übersicht. Marin, Tor! Der Neuzugang trifft zum 1:1 hier. Das machen sie gut. Nutzen in dem Moment die eine Chance, die sie haben. Vorher nichts zu sehen. Hier sehen wir es in der Wiederholung. Das ist gut gemacht. Sehr entschlossen. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Wird das eine Torchance? Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Jetzt gibt es hier eine Ecke. Keine Karte. Dass er da noch gelb zeigt. Wilkins. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. An den Ball kommt niemand ran. Schade. Der Ball ist weg. Abstoß. Ja, ein Punkt wäre schon okay. Aber wie gesagt, muss man sagen, aber... McGovern. Zweikampf um den Ball. Da ist der Ball weg. Zu einfach. Ich dachte, ich komme da voll marschiert da durch. Fuck. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Sie kommen jetzt über außen. Da kommt die Flanke. Das sah gut aus. Klasse, dieser Wolle. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Ballverlust Willens. Tschüss. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Ganz alleine. Oh Mann, ist das bitter, die können sich da durchkombinieren. Die können sich da von hinten durchkombinieren, ohne dass irgendwas passiert. Dann haut der das Ding hinten rein. Das war's dann. Mit der Führung im Rücken tickt die.
Schuster. Und jetzt nochmal volle Konzentration, nur noch ein Tor Unterschied. Mit dem Rückstand für die Wölfs geht es hier nun weiter. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht noch mal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier noch mal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Zweifelter Ballverlust. Sie können über außen kommen. Guter Einsatz, Ball ist im Außen, es gibt Einwurf. Jetzt wechseln sie hier aus. Sie können den Ball abfangen. Er zieht ab. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. So, Nachspielzeit angezeigt. Geht der nächste unnötige Ballverlust da vorne. Ball. Ist hier vorbei. Es gibt die zweite Saisonniederlage. Es wird nichts mehr, es wird Abschluss geben. Das ist der Schlusspfiff. Die Gastgeber haben heute also verloren. Grund für diese Niederlage die war natürlich der späte gebacken. Gegentreffer. Es war nicht mehr möglich, darauf zu reagieren. Das ist immer ärgerlich, dass du schon wieder so ein Spiel verlierst. Weil wir stehen komplett im Abschiedskampf. Was willst du denn da machen momentan? Ja, wann läuft das in letzter Zeit ruhig? Gut, du kriegst gerade eine Klatsche nach der anderen. So, nächster Gegner ist ein Havels und das sehen wir morgen an.